Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer neuen Serie. Ja, was soll ich noch groß erzählen? Lange wurde es von euch gewünscht, erbeten und lange musstet ihr mich beknien, bis dass ich mich jetzt endlich durchringen kann und damit anfange. Es geht um den heroischen Modus in den Solo-Abenteuern. Ja, ich habe mich da bisher noch nicht dran getraut und ich bin ehrlich gesagt auch jetzt noch nicht hundertprozentig sicher, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Ich habe so viele Videoserien angefangen und so viel anderes Zeug zu tun, dass ich mir nicht sicher bin, ob das so schlau ist, damit anzufangen. Aber ich mache es jetzt einfach, weil ich weiß, ich werde immer irgendeinen Grund finden, damit nicht anzufangen und deswegen mache ich es jetzt. Heroisch habe ich noch nie gespielt, in keinem Solo-Abenteuer. Und ich weiß daher gar nicht, was auf mich zukommt. Okay, Achtung, der heroische Modus ist nicht für Zartbeseitete. Betreten auf eigene Gefahr. Okay, wie ihr seht, ich bin hier noch nie drin gewesen. Ich habe das noch nie gemacht. Anoop, Rekan und Naxxramas ist für mich auch sau lange her. Ne? Ich kann mich erinnern, ich habe damals das Solo-Abenteuer, das auf Normal durchgespielt und da haben schon einige von euch mich gefragt, ja, wann machst du denn endlich mal den heroischen Modus und so? Und wie gesagt, das ist schon 2 Jahre her. Und ja. Beschwört einen Neruba 4-4. So spontan probiere ich das, glaube ich, erstmal mit einem wilden Deck. Weil ich glaube, dass die wilden Decks ein bisschen stärker sind. Und ich glaube, ich probiere es erstmal mit dem Murloc-Deck, weil das ziemlich stark war. Im Anschluss werde ich euch natürlich auch noch das Deck zeigen, wenn es denn damit geklappt hat oder halt auch nicht. Uta gegen Anubrekan! Willkommen in meinem Reich. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Okay. Also wie gesagt, am Ende des Videos zeige ich euch auch nochmal das Deck für diejenigen, die meine normale Videoserie nicht regelmäßig verfolgen und dieses Deck hier von mir noch nicht kennen. Bin ja auch im Standard-Modus und im Wild-Modus relativ aktiv mit der Videoserie. Ja, mit Kampfschrei, okay. Boah, ein 4-4er so früh ist natürlich hart. Das ist natürlich hart, keine Frage. Bleib erstmal bei Face, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das Ich so schlau ist. fürchte den Tod nicht. Eieiei. Okay, davon hat er anscheinend einige. Diener mit Kampfschrei kosten 2 mehr. Das ist nicht gut. Boah, was? Wie viele da kommen? Ne, ich glaube, das kann ich mit dem Deck vergessen.
zwar noch recht lucky. 12, das war's schon, ne? Oha. Ja, das scheint so nicht zu funktionieren. Ich mache hier erstmal Platz, weil das irritiert mich hier. Ich kann das nicht ertragen. Ne? Für alle, die es interessiert, ich guck mal kurz auf der Tacho. Wir haben heute den 6.10.2016. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Nur für die, die es interessiert, welcher Patch, welches Add-on, was ist momentan Stand der Dinge. Ich habe ja gesagt, ich zeige euch das Murloc-Deck. So sieht's aus. Es hat nicht funktioniert, deswegen wird es auch nicht so interessieren, denke ich mal. Ich möchte aber, glaube ich, trotzdem beim Paladin bleiben. Ich habe irgendwie das Gefühl, Gleichheit Weihe könnte mir da weiterhelfen. Den mache ich mal rein, weil die Dudes doch ziemlich strong sind. Gleichheit und Weihe, wo haben wir sie? Weihe. Sonnige Vergeltung. Figuren der Silbernen Hand dabei. Ja. Ja, Rückkehr der Verflossenen können wir auf jeden Fall einmal einpacken, denke ich. Und auf Handauflegung können wir einmal einpacken. Ragnaros, der Nichtfürst. Wollen wir den einpacken? Ja, komm. Machen wir mal. Sollen wir den mysteriösen Ritter einpacken? Dr. Six. Auf jeden Fall zweimal den wegen dem Verflossenen. Und die Ansturm-Murlocs brauchen wir. Nur die guten. Nur die guten Murlocs. Den. Zweimal den. Und zweimal den. Sonst will ich keinen haben, glaube ich. Heroik Boss 1. So, für die Verflossenen habe ich zweimal den, den und zweimal den. Ja. Das müsste auch eigentlich reichen. Dann ist die Frage. Der Gegner mindestens 3. Hat dieser danach vernichtet? Das kann natürlich auch nicht schlecht sein. Schilde hoch. Regelbefolgung, göttliche Gunst. Waffe. So, wie ist denn die Mana-Kurve? Okay. Mit allen Dienern einen Schaden zu, bringt mir nicht viel. Mit allen Dienern einen Schaden zu. Ja, was kann man dagegen machen, Guys? Nervotron. Nervotron könnte ganz cool sein, oder? Gottesschild. Das Ende naht. Was haben wir denn noch so an krasseren Sachen? 5 Mana aufwärts. Redder.
mal einpacken. Die Frage ist, will ich überhaupt den hier haben? Das ist die große Frage. Ich glaube nicht. Hilft dem, rettet er mich? Nee, eigentlich nicht. Die Ansturm-Dudes hier mit den Buff-Dingern, das sind die, die ich beschwören will. Ein Healbot. Ich ein Healbot haben. Harrison Jones. Eine Waffe hatte der, glaube ich, nicht. Jetzt haben wir mal den. Der könnte ganz cool sein. Zusatz. Isera. Ich bin mir echt unsicher, ne? Komm, wollen wir es? Komm. Wir müssen das auch einfach mal. Ach, jetzt gehe ich schon in den Spielmodus hier. Wir müssen das jetzt auch einfach mal ausprobieren nochmal. Heroisch. Heroic Boss 1. So, jetzt habe ich auf jeden Fall gleich halt Weihe drin. Ach, so krasse. Und zweimal den befolgt die Regeln. Das ist auf jeden Fall besser gehen. Willkommen in meinem Reich. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Das ist doch schon mal ganz gut. Ich grüße euch. Es spricht. Runter. Melde mich zum Dienst. In den Kampf. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Für die Gerechtigkeit. Oh. Führe meine Lanze. Oh. Das hat mich wiederum fast ins Ausgeschossen. Könnte mit einer Weihe und dem Ansturmding das Board leer machen. Das könnte ich machen. Aber ist es das wert? Eigentlich nicht. Für die Gerechtigkeit. Für Elohim. Melde mich zum Dienst.
Blöde ist, dass ich jetzt einen Mana verliere durch den, weil der aus dem Schredder rauskam. Das ist richtig bitter. Richtig bitter. Ja, was will ich machen? Pech gehabt, ne? Was wir machen. Oh Mann. Entschuldigt bitte. Entschuldigt bitte. Nur einmal kostet. What? Der macht 2 Damage, wenn er explodiert, ne? Fügt allen Charakteren 2 Schaden zu. Wenn ich jetzt eine Weihe mache, dann sind alle tot. Oder sollte ich noch warten? Ey, komm. Jedes Mal. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Ups, ja, mein kaputt. So, warte mal. Noch ein Spott, ist klar. Lebt Insekt, der muss bald raus. Oha. Wird Zeit für eine Gleichheit-Weihe. Oha. Kel'Thuzad. Gibt tatsächlich einen, der noch sinnvoller wäre. Ja, ist das wahr. Lakai, Diener, Soldaten der eisigen Finsternis, folgt den Informationen gesagt. Was war eure letzte Weihnacht? So habe ich mir vorgestellt. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Genau so habe ich mir vorgestellt. Entschuldigt. Betet um Gnade. Das war eure letzte Warnung. Betet um Gnade.
Ihr werdet die Großwitwe niemals besiegen. Ja, der erste heroische Boss, den ich besiegt habe. Überhaupt. Und ich hoffe, mit den anderen geht es genauso zügig, relativ easy weiter. Und ich zeige euch nochmal kurz das Deck. Ich meine, ich habe es ja mit euch spontan zusammengebaut. Das ist jetzt auch nichts so Besonderes. Ich habe mir überlegt, die Vivierer, die ihr beschwört und so. Wie ich da genug Heal reinkriege und mit Kel'Thuzad die Spots und dann natürlich die guten Murlocs für die Rückkehr der Verflossenen und die Gleichheit Weihe, wenn alle Stricke reißen. Friedensbewahrer ist natürlich auch ganz cool und Untergangsverkünder, um da ein bisschen was zu machen, und Heldenopfer holt mir auch ein bisschen Zeit raus. Ja, ich glaube, das Deck ist relativ gut. Ich hoffe, dass das für die nächsten Bosse auch ganz gut funktioniert. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!